Willkommen zu Star Citizen, der Alpha 3.12 und dem großen XXL Raffinerie Guide. Mit der neuen Spielversion wurden nicht nur bestehende Spielelemente erweitert oder verbessert, sondern es kamen auch neue hinzu. Und eines der wirklich großen Neuerungen ist das neue Raffineriesystem und auch die Raffineriedecks. Denn mit der Implementierung dieser Decks bzw. des Systems wurde auch das Mining verändert. Hier haben wir jetzt eine völlig andere Preislage für Rohmaterialien, die wir abbauen können, und auch den Verkauf. Das heißt, solltet ihr den maximalen Gewinn aus euren Mining-Ausflügen ziehen wollen, dann kommt ihr nicht um das Raffineriesystem herum. Und daher schauen wir uns das Raffineriesystem heute in allen Details an. Und wir nehmen Einblick in alle verschiedenen Methoden, die wir hier haben, und auch die verschiedenen Raffineriestationen, die überall im Verse, das heißt im Stanton-System, aktuell verteilt sind. Und um eines schon vorwegzunehmen, das Raffinerieren von Rohmaterialien lohnt sich definitiv. Hier sind dann auch bessere Gewinne und deutlich mehr Gewinne möglich, als es vorher mit dem bloßen Verkauf von Rohmaterialien der Fall war, auch wenn diese Materialien jetzt nur noch die Hälfte für den Rohverkauf wert sind. Und nachdem auch das Mining komplett überarbeitet wurde, das heißt eine neue UI, neue Consumables bzw. einige Veränderungen auch an den Lasern, haben wir das in einem dedizierten Mining Guide zusammengefasst, den ihr ebenfalls hier im Kanal findet. Diese beiden Guides zusammengenommen ergeben dann wirklich eine komplette Übersicht. Und daher ist das Mining hier nur Nebensache. Und hier bekommt ihr noch eine Übersicht, die ich euch natürlich auch in einer Gesamtübersicht in der Beschreibung verlinkt habe, von Blastoman 2, vielen Dank nochmal dafür. Wo wir auf einen Blick sehen, welche Materialien ihr wo findet und wo ihr diese dann auch am schnellsten verkaufen oder eben raffinieren könnt. Denn die alte Mining-Regel, möglichst wenig Inert-Materialien, also unverkäuflichen Dreck mitzubringen, gilt in der 3.12 umso mehr. Hier benötigen wir für erfolgreiche und vor allem lukrative Raffinerieaufträge einen möglichst hochwertigen Laderaum im Mining-Schiff. Denn für minderwertige Materialien müssen wir in der Raffinerie genauso bezahlen wie für die hochwertigen. Allerdings sind die Kosten hier nicht im Verhältnis zum späteren Verkaufserlös. Daher packt wirklich nur die lukrativen Materialien möglichst in einer reinen Form an. Aber wie ihr eine möglichst hochwertige Ladung bekommt, das heißt ohne Inert-Materialien, findet ihr im Mining-Guide. Für das Raffinerieren brauchen wir natürlich eine entsprechende Station. Hiervon gibt es aktuell 5 Stück, welche im Stanton-System verteilt sind. Und diese Stationen sehen nicht nur anders aus, das heißt die Bauwerke und auch die Nebel darum, sondern alle haben auch unterschiedliche Boni für unterschiedliche Materialien. Auch in der Übersicht seht ihr, welches Material welchen Verkaufswert als Rohmaterial hat und was ihr dafür bekommt, wenn ihr es raffineriert verkauft. Und zu jedem Material gibt es Boni oder auch Abzüge, je nachdem auf welcher Station ihr welches Material später verarbeiten lasst. Von daher solltet ihr euch schon vorher überlegen, welche Materialien für euch lukrativ sind und diese dann auch zur richtigen Station bringen. Denn zusätzlich zu den Boni oder den Abzügen gibt es auch noch verschiedene Raffiniermethoden, die später auch nochmal einen deutlichen Einfluss auf die Kosten oder auch auf das Produkt, das am Ende dabei herauskommt, nehmen. Also ist unsere Mission doch eigentlich ganz einfach. Wir brauchen nur das Optimaterial in einer möglichst hochwertigen Konzentration, die passende Station dazu mit den maximalen Boni auf dieses Material und dann nur noch den besten Raffinerieprozess dazu. Und wenn wir diese 3 Punkte einhalten, dann haben wir auch den maximal möglichen Gewinn erzielt, was wirklich äußerst gut bezahlt wird. Allerdings, hier fängt es schon an, dass wir wirklich aufpassen müssen, was wir einsammeln, wo wir es hinbringen und was wir dann am Schluss damit machen. Und deswegen achtet beim Mining schon darauf, möglichst nur gute Materialien einzusammeln. Deswegen haben wir mehrere Herangehensweisen an das Mining und die spätere Raffineriemethode hier im Guide nochmal im Detail vorgestellt. Aber auch wenn das neue Raffineriesystem seine neuen Möglichkeiten völlig entfaltet, wenn wir das Ganze nahe an der Perfektion haben, ist es auch möglich nach wie vor einfach nur eine Runde zu minern und das Ganze als Rohmaterial zu verkaufen. Auch hier ist der Gewinn ansehnlich, allerdings eben nicht mehr so hoch, wie es vor den Raffineriesystemen war. Im Übrigen sind diese 5 Raffineriestationen, die wir aktuell im Stanton-System haben, der Punkt, wo ihr auch unveredeltes, also unraffineriertes Erz verkaufen könnt. Port Olisar beispielsweise hat keine Konsole mehr. Wir müssen also zwingend immer dann, wenn wir mit Mining oder Raffinerie zu tun haben, zu diesen Stationen zurückkehren.
Und ganz nebenbei gibt es auf diesen Stationen noch die ein oder andere interessante Shopping- und auch Leihmöglichkeit für Schiffe und Fahrzeuge. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Und zu jedem Raffinerieauftrag gehört die richtige Raffineriemethode. Hier haben wir 5 verschiedene, welche alle unterschiedliche Eigenschaften und Faktoren mit sich bringen. Und um es möglichst anschaulich zu verdeutlichen, welche Raffineriemethode sich wie lohnt, haben wir ein kleines Ranking im Hinblick auf den reinen Gewinn erstellt. Für den maximalen Profit arbeiten wir also mit der letzten Methode in der Auflistung, und zwar der Dynex Solventation. Die nachfolgenden Methoden unterscheiden sich je nachdem, welches Material wir raffinieren. Wenn wir hier wirklich hochwertige Materialien wie Quantanium, Laranit oder ähnlich Wertvolles raffinieren, dann ist die zweitwertvollste Methode die Pyrometric Chromalysis. Handelt es sich beim zum raffinerierenden Material eher um mittlere Rohstoffe, dann werden wir hier mit der Elektrostarolysis auf jeden Fall schon besser beraten. Beim Gaskin Process oder der Cormac Method haben wir einen relativ hohen Kostenfaktor und vergleichsweise geringe Output-Varianten. Das heißt, wir müssen viel bezahlen und bekommen relativ wenig heraus, allerdings sind diese umso schneller. Denn vor allem die Faktoren Zeit und Kosten unterscheiden sich teils erheblich. Allerdings kostet uns der Faktor Zeit nichts und die Zeit läuft in Echtzeit, das heißt keine Spielzeit. Ähnlich wie in Clasher, wenn wir offline sind, läuft diese Zeit auch im Raffinerieprozess weiter. Und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns nach unserer ersten erfolgreichen Mining-Runde an. Bei dieser Runde haben wir versucht, nur hochwertige Materialien einzuladen und auch Material, das sich zum Verkaufen wirklich lohnen kann, einzusammeln. Denn die Vorkommen wurden zum Teil erheblich angepasst. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeit, auch nur hochwertige Materialien einzusammeln. Das heißt, die Prozentangaben der Materialien ist deutlich höher als bisher. An der All-Sales-Station könnten wir wie gewohnt unsere erste volle Prospector-Ladung für etwa 44.000 USD direkt verkaufen und hätten in etwa einer halben Stunde schon 44.000 USD gemacht. Allerdings, wir wollen das Ganze raffinieren. Und da wir sehr viele hochwertige Materialien dabei haben, also schon eine relativ gute Ladung, lohnt es sich natürlich hier mit unserem Prospector den maximalen Profit zu wählen und hier die Raffineriemethode zu nutzen, die uns den meisten Gewinn einbringen kann. In unserem Fall ist das die Dynex Solventation mit 2049 USD an Kosten für die Raffinierung und einem Zeitfaktor von 1 Tag und 7 Stunden. Das heißt, 1 Tag und 7 Stunden dauert das Ganze und wir müssen diese Zeit in Echtzeit abwarten. Allerdings gleich ein Hinweis, wir haben hier Diamonds, die wir nicht raffinieren lassen und sollten wir diese eben nicht in den Prozess mit eingeben, verfallen diese ohne jeden Ersatz. Das heißt, wir bekommen gar nichts dafür. Allerdings haben wir auch keine Kosten zu tragen. Und daher der Tipp, ladet nur das ein, was ihr später auch raffinieren wollt. Denn entweder wir haben etwas nutzlos im Laderaum, was wir später nicht nutzen können, oder wir müssen dafür bezahlen, obwohl es sich vielleicht gar nicht lohnt. Und wie ihr seht, sind die unterschiedlichen Zeiten und auch Kosten wirklich erheblich. Das kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Raffinierprozess mit dementsprechender Entlohnung machen oder einem gerade so kostendeckenden, aber dafür nicht so zeitraubenden Unterfangen. Es liegt an euch, was ihr damit anfangt. Beim zweiten Beispiel schauen wir uns an, was ihr vor allem als Anfänger direkt in der Nähe eines Asteroidengürtels, das heißt in Sichtweite einer Raffineriestation, alles an Materialien einsammeln könnt. Hier haben wir zwar hohe Materialien, allerdings sind diese immer mit einem relativ hohen Inert oder mit einem minderwertigen Anteil anderer Materialien versehen. Das heißt, wirklich gute Brocken finden wir direkt an den Stationen eher weniger. Allerdings brauchen wir hier auch weniger gute Ausrüstung und auch mit einer geliehenen Prospector haben wir hier gute Möglichkeiten zu minern. Und um eine Übersicht zu schaffen, haben wir in diesem Guide 3 verschiedene Mining-Ausflüge zusammengefasst und diese am Ende verkauft. Die erste Runde war, wie wir gesehen haben, relativ profitabel mit mittleren Materialien und ohne einen Inertanteil. Beim zweiten Ausflug, das heißt bei diesem hier, sammeln wir das ein, was ihr als absoluter Anfänger auf die Schnelle einsammeln könntet. Beim dritten Ausflug dann steigern wir die Materialien nochmals, das heißt, dort werden wir uns nochmal mehr um wirklich hochwertige Anteile bemühen, um den Gewinn zu maximieren. Und für alle 3 Ausflüge haben wir dann auch den gleichen Raffinierprozess, das heißt den maximalen gewählt. So können wir einschätzen, welche Materialien sich lohnen, wirklich lange und günstig zu raffinieren, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen. Bei diesem Ausflug beispielsweise war der Gewinn zwar prozentual genauso hoch, allerdings das Auskommen war wirklich gering. Knapp 1500 USD Reingewinn für die raffinierte Ladung ist meiner Meinung nach die Wartezeit von über einem Tag nicht wert.
Von daher sind geringwertige Materialien den Raffinierprozess wirklich nicht wert, da wenn wir hier einen teuren wählen, sogar noch draufzahlen können. 5100 USC für eine fast volle Prospecta sind dann auf jeden Fall zu wenig, um damit zu raffinieren. Wir haben das Ganze allerdings dann trotzdem nochmal eingepackt, und zwar als zweiten Raffinierprozess. Hier habt ihr übrigens keine Beschränkung, die mir bekannt wäre, das heißt, wir haben bis zu 5 Raffinierprozesse in einem, das heißt auf einer Station laufen lassen und hatten hier keinerlei Beschränkungen. In diesem Fall hätten wir mit einer Low-Profit-Refining-Methode, das heißt mit den beiden angezeigten, noch etwas Gewinn gemacht, allerdings nicht der Rede wert. Auf der linken Spalte findet ihr übrigens die Boni oder die Abzüge auf die jeweiligen Materialien sowie die Auslastung der jeweiligen Raffineriestation. Allerdings sind diese Werte auch in der Tabelle, die ich euch verlinkt habe, zusammengefasst. Und die Auslastungsanzeige in Prozent ist aktuell nicht nachvollziehbar und hat auch nach meinen Tests bislang relativ wenige Einflüsse auf die Preise oder die Zeiten. Für unseren dritten Raffinerieprozess haben wir uns um wirklich hochwertige Materialien in einer hohen Dichte, das heißt mit geringen Inert oder auch mit Anteilen minderwertiger Materialien, beschäftigt. Und zusammenfassend kann man sagen, je hochwertiger das Material ihr habt, mit dem geringeren Anteil an minderwertigen Materialien, und je länger und je effektiver der Raffinerieprozess, den ihr verwendet, desto höher ist dann auch euer Gewinn, den ihr einfahren könnt. Denn vor allem geduldige und wählerische Miner und Raffinierer werden in der 3.12 gut belohnt. Mit unserer letzten Ladung für diesen Test haben wir etwa 54.000 USC an reinem Rohmaterial zusammengesammelt und hier recht gute Materialkomponenten in unser Prospecta verstaut. Dieser Trip war auch nicht länger als eine halbe Stunde. Wie gesagt, die neuen Vorkommen sind sehr reichhaltig und einfacher abzubauen als in der vorhergehenden Version. Und auch für diese Ladung haben wir den maximal profitablen Prozess gewählt. Die Kosten liegen bei 2457 USC und wir müssen einen Tag und 10 Stunden knapp warten. Wir können das Ganze auch in wenigen Stunden haben, müssten hier allerdings bis zu 20.000 USC zahlen und diese 20.000 USC sind nur ein Teil des Verlustes. Es kommt auch noch dazu, dass wir weniger an Ladung am Schluss herausbringen durch den Raffinerieprozess. Und das ist vor allem für die hochwertigen Materialien der Knackpunkt. Sollten wir beispielsweise eine volle Ladung Quantenium schnell raffinerieren lassen, haben wir danach weniger Quantenium als Cargo, welches wir verkaufen könnten, was dann zusätzlich nochmal unseren Gewinn deutlich verringert. Denn der Faktor Zeit wirkt sich auf den Gewinn beim Raffinieren nicht aus, sondern nur die Menge, die wir am Ende herausbekommen und was wir dafür bezahlen. Wenn wir warten können, haben wir hier das Maximum. Deswegen meine Empfehlung, bringt Zeit mit, dann habt ihr auch einen guten Gewinn. Ein weiterer Bereich ist das Multi-Crew-Gameplay, das heißt, wenn ihr in einer Argo-Mole oder zu zweit unterwegs seid. Das Problem aktuell am Raffinieren und auch am Verladen des Cargos ist, dass ihr das immer nur alleine machen könnt. Das heißt, wir können keinen zweiten Spieler über das System direkt daran beteiligen. Nur der Schiffseigentümer kann raffinieren und dann auch nur in sein eigenes Schiff die Fracht verladen. Und auch ein wichtiger Punkt, ihr braucht zwingend ein Schiff mit genügend Frachtkapazität oder mehrere Schiffe. Mining-Schiffe funktionieren zum Transport nicht. Wir sehen hier gerade unseren Argo-Mole-Captain Valamar Doran, wie er unsere Ladung inspiziert. Allerdings Möglichkeiten, dass ich Zugriff auf diese Ladung hätte, das heißt auf seine Argo-Mole oder später auch auf das raffinierte Material, ist ausgeschlossen. Das heißt, er müsste mir hier entweder in Vorkasse einen Teil des Gewinnes auszahlen oder nach den Risiken des Verkaufs das Ganze mir am Anschluss überweisen. Und für eine solche Ladung im Bereich von 15.000 USC Rohwert wäre eine mittlere Raffiniermethode eine der Möglichkeiten. Allerdings, die langfristige Möglichkeit funktioniert immer. Denn damit erzielen wir in jedem Fall immer den höchsten Gewinn. Und nachdem wir jetzt gesehen haben, wie wichtig es ist, das richtige Material auszuwählen und den richtigen Prozess dazu zu wählen, hier auch nochmal eine Möglichkeit, wie wir das Ganze vorher planen und nachschauen können. Hier seht ihr, wo ihr welches Material zu welchen Preisen findet. Wir sind hier wieder auf SC Trade Tools, meiner Lieblingsseite für diesen Bereich, und wir können hier beispielsweise sehen, welche Materialien welche Gewinne abwerfen. Unter Full Details bekommen wir dann noch eine Übersicht, welches Material eine hohe Chance hat, beispielsweise einen 100% Chunk, das heißt ein aufsammelbares Bruchstück mit einer 100%igen Konzentration des hochwertigeren Materials abzuwerfen. Das unterscheidet sich nämlich von Stein zu Stein und Material zu Material erheblich.
und auch die Overcharge Explosion Strength. Das heißt, wenn ihr mal einen Stein zu stark erhitzt und dieser explodiert, kann es durchaus sein, dass ihr damit eine intakte und fast volle Agumon zerstört. Das habe ich natürlich von einem Freund eines Freundes als Legende gehört. Mir selber ist das noch nie passiert. Mein Tipp ist auf jeden Fall an euch, arbeitet euch nach euren ausgewählten Materialien nach vorn. Ihr solltet vorher wissen, in welche Richtung ihr grob fliegt und nicht einfach auf gut Glück auf den nächsten Planeten und schauen, was es dort gibt. Sucht euch vielleicht die Steine aus, die euch den höchsten Gewinn einbringen können oder die ihr bevorzugt. Wenn ihr dann vor Ort etwas Besseres finden solltet oder beispielsweise einen 40% starken Stein mit Quantanium, dann nehmt ihr diesen natürlich mit. Aber so habt ihr schon mal einen groben Fahrplan und eine grobe Ahnung, wo ihr hin solltet. Und ihr wisst, dass ihr beispielsweise auf Hila eine gute Chance habt, Laranit zu finden. Und ein weiteres Feature, warum ich SC Trade Tools bevorzuge, ist die Übersicht der Stationen. Diese wird nach und nach erweitert und direkt aus den Spieldateien generiert. Und hier sehen wir nicht nur die Daten, die wir schon in der angehängten Übersicht in Farbe gesehen haben, sondern auch einen Processing Time Modifier. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise auf Hurl L2 Taranit raffinieren, haben wir einen 10% Malus. Das heißt, es dauert nochmal länger. Das vorher zu wissen, ist auf jeden Fall besser als nachträglich länger zu warten. Aber falls ihr einen Tipp für eine Seite oder eine Übersicht habt, die das Raffinieren oder das Mining erleichtern, dann lasst es mich wissen und im nächsten Video findet ihr sie auf jeden Fall dann wieder. Aber kommen wir zum wichtigsten Teil, und zwar welchen Gewinn wir aus unserem Raffinerieprozess ziehen konnten. Wir bekommen ingame eine Mitteilung, sobald ein Prozess abgeschlossen ist, und wir haben hier alle unsere drei Prozesse abgeschlossen. Wir müssen hier dann, nachdem wir den kompletten Prozess abgeschlossen haben, ein Transportschiff wählen. Wir wählen hier eine Mercury Starrunner, da wir hier alle drei Raffinerieprozesse hineinbekommen. Wir sehen auch, dass wir überall etwa 30 SCU an Cargo haben und auch etwa 32 SCU an Ladung in den Raffinierprozess hineingesteckt haben. Also wurden mit dem besten Raffinerieprozess aus 32 SCU aus der Prospector Material etwas mehr als 30 SCU an Cargo, das wir dann am Schluss verkaufen können. Wenn wir einen schlechteren Prozess wählen, verringert sich diese Ladung am Ende deutlich. Das heißt, wenn wir schneller unser Material bekommen und auch mehr dafür bezahlt haben, haben wir am Ende weniger Ladung, die wir verkaufen können. Geduld ist einfach eine Tugend. Und sobald wir unsere Ladung im Schiff verstaut haben, kommen wir zum aktuell riskantesten Teil. Wenn wir beim Mining einen Spielerbruch oder einen Verbindungsfehler haben, dann ist das Material, das wir bislang abgebaut haben, weg. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir Zeit verloren. Allerdings stecken jetzt hier mehrere Tage Arbeit und ein Warten auf einen Raffinerieprozess, den wir schon bezahlt haben, drin. Also sollten wir auf dem Weg des Transports von unserer Raffineriestation auf einen der Hauptplaneten, das heißt nach Hurston, nach Microtech oder nach Area 18, einen solchen Spielerbruch oder Verbindungsfehler haben, kann alles weg sein. Und wir haben auch noch darauf gezahlt, weil wir für die Raffineriekosten hatten. Daher ein weiterer Tipp: Haltet nach einem stabilen Server Ausschau oder macht vorher einen kleinen Check. Ist der Server instabil oder kurz vor dem Zusammenbruch, würde ich nicht losfliegen und einen Verlust riskieren. Es macht viel mehr Sinn, vielleicht auf einen frischen Server zu warten und so lange etwas anderes zu tun. Dann sind die Chancen relativ gering, dass ihr einen Absturz und auch einen Verlust riskiert. Ein guter Indikator hierfür ist, wie viele Leute sich auf dem Server befinden. Ist dieser bereits voll, ist die Performance meistens nicht die allerbeste. Auch der Chat gibt oftmals Hinweise auf drohende Probleme. Wir sind hier sicher in Lorwell angekommen und auf dem Weg zum Central Business District. Auf den Hauptplaneten müsst ihr an die Trading-Konsolen und nicht ins Admin-Office, um die Waren zu verkaufen. Für unseren Test hatten wir eigentlich nur zwei gute Ladungen einer Prospector und eine, die eigentlich nicht der Rede wert ist. Wir hatten einen Rohmaterialwert von etwa 102.000 USC, Raffineriekosten von fast 5.000 USC und einen Verkaufswert von 195.000 USC etwa. Das heißt, ein knapper Gewinn von 90.000 USC. Für einen Tag warten und nichts tun, finde ich das einen guten Wert. Und der Bug, dass nicht alle Materialien verkauft werden können, wurde bereits schon behoben und ist schon auf dem Weg auf die Live-Server. Für meinen Teil finde ich das Raffineriesystem äußerst gelungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und ein Subscribe da. Das neue Raffineriesystem und auch die Veränderungen am Mining-System bringen deutlich mehr Spieltiefe in Star Citizen. Die Änderungen sind natürlich vor allem für Miner, die das hauptberuflich gemacht haben, erst einmal erschreckend.
Ihr bekommt weniger als die Hälfte knapp an Rohmaterialwert, das wir vorher bekommen haben. Allerdings, durch das Raffinieren und das richtige Raffinieren können wir deutlich mehr Gewinn rausholen als vorher. Von daher ein bisschen Geduld und Zeit, die wir nicht im Spiel verbringen müssen, und schon haben wir mehr Gewinn und Möglichkeiten als vorher. Und das Ganze noch mit etwas mehr Spaß. Aber eure Meinungen und Kommentare zum neuen Raffineriesystem oder zum Mining würde mich brennend interessieren. Ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Schreibt sie mir einfach mit ins Video. Oder schaut gerne bei uns im Discord vorbei, falls ihr Lust auf Teamplay oder die ein oder andere Gruppen-Mining-Runde habt. Und natürlich gibt es noch die letzten Tage im Dezember ein Giveaway, und zwar eine Nomad mit Lifetime Insurance, präsentiert von Starhanger, eurem sicheren Marktplatz, wo ihr das ganze Jahr über jedes Schiff einkaufen könnt. Und das Wichtigste zum Schluss, ein herzliches Dankeschön an alle Kanalmitglieder und Patreons. Ohne euch wäre das Ganze in dieser Form nicht möglich. Ihr rockt! Ich verabschiede mich, bis bald und sage wie immer, see you in the verse!